sehr. Und Ihr Essen kommt auch gleich. Das wäre schön, denn ich habe nicht viel Zeit. Ich kümmere mich sofort darum. Und, wo bleibt der Strömling? Fertig. Katharina, was ist das denn? Hältst du das vielleicht für einen einfachen Strömling? Wir sind doch hier kein Fünf-Sterne-Restaurant. Aber ich arbeite darauf hin. Wer kriegt ihn? Tisch 5. Warte, du Traumtänzerin, da ist noch Post für dich. Danke. Danke. Bitte sehr. Können Sie nicht aufpassen? Mitten auf die Papiere. Entschuldigung, ich hab's nur so schrecklich eilig. Ich hoffe, ich habe keine Flecken gemacht. Nein, geht schon. Guten Appetit. Auf Wiedersehen. Sagen Sie, ist das der Strömling von der Mittagskarte? Nein, aber probieren Sie ihn. Sie werden keinen anderen mehr essen wollen. Ich muss jetzt wirklich gehen. Leid, dass du so lange warten musstest. Ich bin eine schreckliche Mutter. Ich bin einfach nicht früher weggekommen. Schon in Ordnung, Mama. Ich war richtig gut dieses Jahr. Ja? Hast überall 15 oder 20 Punkte. Oh, ich bin stolz auf dich. Lass mal sehen. Mathe 20 Punkte, Diktat 20 Punkte und in Kunst. Von wem hast du das nur? Keine Ahnung. Können wir fahren? Ich habe so einen Hunger. Ja, klar. Komm. Was ist das? Ein Brief. Wer ist denn Augusta Vasen? Tante Augusta. Dein Opa hat einen Bruder, Johann. Und seine Frau heißt Augusta. So lange ist es her, dass du als kleines Mädchen einmal deine Ferien bei uns verbracht hast. Ich weiß es noch wie heute, wie du fröhlich mit deinem Vater um die Wette geschwommen bist oder mit deinem Großonkel Johann beim Angeln im Boot gesessen hast. Deine Haare wurden im Laufe des Sommers immer heller und die Sommersprossen auf deiner Nase bekamen jeden Tag neuen Zuwachs. Es war ein wunderbar fröhlicher Sommer damals. Dein Großonkel hat oft davon gesprochen. Wie gerne wäre er noch einmal mit dir zum Angeln rausgefahren. Leider werdet ihr das nie mehr nachholen können. Denn dein Großonkel ist vor 3 Wochen gestorben. Deine Tante Augusta. Das ist sie. Meine Insel. Na kommt, ich zeige euch alles. Das ist das Haus. Es ist wundervoll. Wir hätten schon längst einmal hierher kommen sollen. Alles zu seiner Zeit. Wie lange habe ich davon geträumt? Und du kennst das Haus seit deiner Jugend? Es stand leer damals. Wir kamen immer hierher, um zu spielen. Wir fühlten uns wie die Prinzessinnen. Als ich gelesen habe, dass es zum Verkauf steht, war mir sofort klar, dass ich es kaufen muss. Ich will, dass das ein Ort wird,
wo unsere Familie immer wieder zusammenkommen kann. Onkel Johann war ein unheimlich netter Mann. Er hat mir Bootfahren beigebracht, einen Kopfsprung. Und abends haben wir manchmal Lagerfeuer gemacht und dann hat er mir von alten Wikingern erzählt. Klingt nach tollen Ferien. Ich habe diesen Sommer nie vergessen. Vor allem nicht Onkel Johanns Mandelpudding. Den Geschmack habe ich immer noch auf der Zunge. Irgendwie habe ich immer gedacht, dass so Kindheit schmeckt. Und wie ist Tante Augusta? Unheimlich lieb. Eine ganz fröhliche Frau. Was denkst du, wirst du eigentlich erben? Ich habe keine Ahnung. Ein paar Bücher, eine Taschenuhr. Aber egal, was es ist, wir packen es ein und dann fliegen wir nach Spanien in den Club. Ich habe Pferd unheimlich nötig. Es scheint wirklich ideal, um deinen Geburtstag zu feiern. Dazu hätte sie es nicht gleich kaufen müssen. Ich meine, ihr habt ein herrliches Haus in Stockholm und es die Villa. Es wird euch hier gefallen. Wenn ihr erst mal Kinder habt, werdet ihr froh sein, die Wochenenden hier zu verbringen und die Feiertage. Wisst ihr, Weihnachten hier auf der Insel ist was ganz Besonderes. Das Wichtigste ist erst einmal, dass es dir gefällt, Mutter. Marita und ich und unsere ungeborenen Kinder, wir sind absolut zweitrangig. Du bist ganz genau wie mein Vater, Vivica. Am liebsten würde der mein ganzes Leben planen. Ich glaube, der hat sogar schon die Namen seiner künftigen Enkel festgelegt, obwohl die noch hoch oben in den Wolken wohnen. Naja, auf jeden Fall ist das Haus groß genug für jede Menge Kinder. Willst du es uns nicht endlich zeigen? Ach ja, natürlich, kommt. Sag mal, Vivica, hast du dir schon überlegt, wer dein Fest ausrichten wird? Ich könnte mich doch drum kümmern, wenn du willst. Danke, das ist sehr lieb von dir, aber der Märte Lindquist Party Service hat mir ein sehr gutes Angebot gemacht. Okay. Wo wohnt Tante Augusta? Wir sind gleich da. Da sind wir. Schön, nicht? Ja. Katharina, das seid ihr ja endlich. Hey, Tante Augusta. Wie schön, dass ihr kommen konntet. Ich freue mich so. Ja, wir freuen uns auch. Tut mir leid um Onkel Johann. Ja. Er war ein wunderbarer Mann. Hm. Und du musst Annika sein, ja? Herzlich willkommen, mein Mädchen. Hey, Tante Augusta. Ich freue mich sehr, dich kennenzulernen. Hm? Hast du Lust auf Mandelpudding, ja? Oder wollt ihr vorher eure Zimmer sehen? Ja, ich würde sagen, erst die Zimmer und dann in Ruhe den Pudding. Gut. Wo schlafen wir denn? Du bekommst wieder das gelbe Zimmer. Das hat dir damals am besten gefallen. Und ich? Was bekomme ich für ein Zimmer? Ah, für dich habe ich was ganz Besonderes vorbereitet. Wie schön. Das hat sich gar nicht verändert.
duftet noch wie damals. Das ist das Bienenwachs, mit dem wir die Möbel pflegen. Na, kommt ihr mit? Und hier, Annika? Das Prinzessinnenzimmer. Ein Himmelbett, das habe ich mir schon immer gewünscht. Oh, ist das schön. Ach, du weißt immer noch, wovon kleine Mädchen träumen. Ist das lecker. Davon kann man einfach nicht genug kriegen. Johann würde sich freuen, wenn er sehen würde, wie gut euch der Pudding schmeckt. Ich habe mich genau an sein Geheimrezept gehalten. Ja. Und jetzt? Seid ihr bereit? Wozu bereit? Euer Erbe anzutreten. Ja, klar. Na gut. Dann kommt mal mit. Freut ihr euch? Ein Boot. Aber wir haben ein Boot geerbt. Augusta, das ist doch bestimmt viel zu wertvoll. Das kann ich nicht annehmen. Johann hat sich oft daran erinnert, wie gern du mit ihm damals rausgefahren bist. Das Boot war sein Ein und Alles. Du bist doch gern auf dem Wasser. Ja, natürlich. Ich freue mich ja auch. Aber was soll ich in Stockholm damit? Ein Liegeplatz ist teuer und ich weiß wirklich... Ich finde es toll. Ich habe mir schon immer ein Boot gewünscht. Ihr habt ja recht. Das wird sich schon alles irgendwie finden. Jedenfalls freue ich mich, dass Onkel Johann mich in seinem Testament bedacht hat. Und Bootfahren macht ja auch Spaß. Komm, Mama, fahren wir eine Runde. Nein, 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 nein. Das muss ich erst mal allein üben. Wer weiß, ob ich damit noch klarkomme. Aber natürlich kriegst du das hin. Das ist so einfach wie Radfahren. Wir lassen sie erst ein bisschen üben. Inzwischen zeige ich dir Portilla, unsere Katze. Super. Aber heute Mittag fahren wir zusammen Boot. Ja, klar. Bis später. Was sind Sie denn für eine Verrückte? Mein Boot hat gerade einen neuen Anstrich erhalten. Ja, Entschuldigung, der Geschwindigkeitsregler hat geklemmt. Wenn Sie mit Ihrer Nussschale nicht umgehen können, sollten Sie an Land bleiben. Sagen Sie, kenne ich Sie nicht? Ah ja, ich habe Sie gar nicht erkannt. Schicken Sie mir die Rechnung. Ja, das werde ich machen. Wohin denn? Ins Terna, das Ausflugslokal. Kennen Sie das? Auf der Insel da drüben? Ja. Ich heiße übrigens Katharina Fredholm. Ich bin Sven Swanblom. Freut mich. Ihr Strömling neulich war übrigens ausgezeichnet. Danke. Na dann, auf Wiedersehen. Passen Sie auf sich.
es Johann gesagt. Nichts gibt es mehr, wenn ihr nicht bar bezahlt. Aber Johann ist tot. Das tut mir auch leid. Aber trotzdem, ich kann es mir nicht leisten. Ich muss mich doch erst zurechtfinden. Olaf, bitte, gib mir noch ein wenig Aufschub. Ich sag dir mal was, Augusta. Hier, fast 40.000 Kronen, die Johann mir schuldete. Ich bin Kaufmann, ich kann nicht darauf verzichten. 40.000 Kronen? Nun, das kann nicht sein. Gut, dass du da bist. Was ist denn los? 1.000 vielleicht oder 5.000, aber doch keine 40.000. Ja. Ist was passiert? Tut mir leid. Bevor nicht bezahlt wird, gibt's auch keine Lieferung. Ich wollte am Wochenende wieder aufmachen, aber ich habe nicht gewusst, dass Johann solche Schulden bei dir hat. Nicht nur bei mir. Frag mal Arne oder Göran. Augusta, es tut mir wirklich leid, aber ich kann nicht mehr warten. Und du hattest wirklich keine Ahnung davon? Johann hat immer gesagt, ich müsste mich nicht mit Gelddingen belasten. Nachdenken über Geld, hat er gesagt, macht nur schlechte Laune. Und das wollte er mir nicht antun. Wir müssen ihr helfen. Sie hat doch sonst keinen. Ja, und Spanien? Der Cluburlaub? Du hast dich doch so drauf gefreut. Mir gefällt's hier. Und Tante Augusta ist doch ganz allein. Sie freut sich sicher, wenn wir noch eine Weile da bleiben. Wahrscheinlich hast du recht. So ein Sommer auf der Insel ist doch das Allerschönste. Ich rede mit Augusta. Entschuldige, ich wollte dich nicht erschrecken. Ist alles in Ordnung? Ja, ja. Ich habe über alles Mögliche nachgedacht. Dabei muss ich wohl eingeschlafen sein. Geh jetzt besser ins Bett. Gute Nacht, Kind. Es ist schön, dass du hier bist. Gute Nacht. Ach, Augusta, ich wollte dich mal was fragen. Annika und ich, wir haben uns überlegt, wir würden gerne den ganzen Sommer hier bleiben. Würde dich das stören? Aber nein, natürlich nicht. Ich freue mich, euch hier zu haben. Bleibt, so lange ihr wollt. Wer weiß, wie lange es das Terna noch geben wird. Ja. Danke. Gute Nacht. Gute Nacht. Stunde. Ich muss den neuen Vertragsentwurf noch durcharbeiten. Hast du dafür nicht eine Rechtsabteilung? Es geht um meine Firma. Ich muss verhindern, dass dein Vater sie mit Haut und Haaren schluckt. Du weißt, wie unersättlich er ist. Du wirst dich schon zu wehren wissen. Hörst du das? Was? Diese Stille. Ich wusste gar nicht, dass es sowas noch gibt. So eine tiefe, ruhige Stille. Entschuldige, aber mir macht das eher Angst. Wenn ich abends im Bett liege und draußen ist nichts zu hören, da könnte man meinen, man sei schon tot. Soll ich deswegen ins Bett kommen? Vielleicht.
Aber sicher nicht nur deswegen. Ich komme gleich nach. Helfen. Danke, es geht schon. Ich bringe den Wagen gleich zurück. Hauptsache, wir sind uns einig. Na klar. Johann Schulden hast du ja bezahlt. Gibt also keinen Hinderungsgrund mehr. Danke, Ulla. Sag Tante Augusta viele Grüße. Mach ich. Morgen, mein Schatz. Hey. Ich habe gar nicht gemerkt, dass du aufgestanden bist. Ich neige langsam dazu, Mutter zu ihrem Kauf zu gratulieren. Und? Gefällt es dir hier? Natürlich ist es schön hier. Ich hasse es einfach nur, wenn andere Pläne für mich machen. Wo soll ich denn jetzt schon wissen, ob meine Kinder hier aufwachsen werden? Ich weiß ja noch nicht mal, ob ich in Schweden bleiben werde. Vielleicht gehen wir auch nach London oder Berlin. Im Moment geht es nicht um uns. Ich bin froh, dass Mutter wieder etwas hat, das sie begeistert. Nach Vaters Tod ist sie so passiv geworden. Ich habe mir wirklich Sorgen gemacht. Du hast ja recht. Ich dachte nur, das Haus ist so riesig. Ich weiß gar nicht, wie ein Mensch alleine... Wir müssen das Fest absagen. Aber wieso denn, Mutter? Der Partyservice hat gerade angerufen. Sie haben übersehen, dass Sie an diesem Tag auf Schloss Trottningholm ein Kinderfest organisieren müssen. Das geht natürlich vor. Aber Mutter, natürlich wirst du dein Geburtstagsfest nicht absagen. Das kannst du gar nicht. Die Einladungen sind doch alle raus. Jetzt sieh nicht so schwarz, Mutter. Es gibt jede Menge andere Firmen, die deinen Geburtstag ausrichten können. Weißt du was? Lass mich die Sache in die Hand nehmen. Du entspannst dich und ich kümmere mich um alles. Sven, das ist doch total unrealistisch. Du wolltest doch vor der Kaffeeernte noch mal nach Guatemala auf die Plantagen und ich könnte doch... Das kann Ingmar machen. Eine Woche hier auf der Insel kann ich mir leisten. Dir würden ein paar Tage Urlaub auch ganz gut tun. Bist du sicher, dass dir es nicht zu viel wird? So ein Fest lässt sich nicht so einfach aus dem Ärmel schütteln. Außerdem, wer soll den Service machen? Ich bin mir noch nicht sicher, aber ich habe da so eine Idee. Frau Vasen? Es ist offen. Frau Vasen? Hey, störe ich? Nein, nein. Es gibt nichts, wobei Sie stören könnten. Was kann ich für Sie tun? Mein Name ist Sven Swanblom. Ich hätte gern Ihren berühmten Mandelpudding probiert und etwas mit Ihnen besprochen. Sven Swanblom? Möchten Sie einen Kaffee dazu? Oh ja, Kaffee wäre schön. Sagen Sie, vermieten Sie auch Zimmer? Nein. Wir sind ein reines Esslokal. Wieso fragen Sie? Ich dachte nur, irgendwie hatte ich gehört, dass Sie auch an Gäste vermieten. Aber dann muss ich mich wohl getäuscht haben. Johann Wagens Mandelpudding. Ich hoffe, er schmeckt Ihnen. Das tut mir wirklich leid für Sie, Frau Vase, und für mich natürlich auch. Ich hatte gehofft, mit Ihnen das Fest ausrichten zu können. Ja. Tut mir leid. Viel Glück bei Ihnen. Danke. Ach, Herr Swanblom, Sie bringen die Rechnung für den Kratzer persönlich vorbei? Kratzer? Oh nein, ich bin noch nicht dazu gekommen, ihn reparieren zu lassen. Ja, vielleicht könnten Sie mal... Ja, gern. Danke. Ich bin hier, weil ich so eine Idee hatte. Aber das ist wohl Quatsch. Katharina, da bist du ja. Wo bist du gewesen? Ich war bei Olaf und Göran. Sie werden wieder liefern. Und außerdem habe ich über das Angebot nachgedacht. Zwei Fischgerichte sollten es schon sein. Dazu ein Fleischgericht, Suppe und Mandelpudding. Sagten Sie nicht, Sie hätten geschlossen? Nein,
Nächste Woche machen wir wieder auf. Aber Katharina! Was wollten Sie eigentlich hier, wenn es nicht um den Kratzer ging? Herr Swanblum wollte, dass wir den Partyservice für das Geburtstagsfest seiner Mutter übernehmen. Ja, wie viele Personen sind's denn? Dachten Sie an ein Gesetzesessen oder Buffet im Haus oder im Garten? Katharina, das ist völlig unmöglich. Frau Wasen hat recht. Die Größenordnung, an die wir denken, wäre nichts für Sie in Ihrer gegenwärtigen Situation. Okay. Welche Größenordnung? Wenn es mehr als 500 Personen sind, dann müssen wir passen. Herr Swanblum meinte, es würden 100 Gäste. Eventuell 120. Das schaffen wir. Was? Ehrlich gesagt, dieser Geburtstag ist ein wichtiges Ereignis für meine Familie. Ich kann den Partyservice nur in absolut professionelle Hände legen. Sehen meine Hände vielleicht unprofessionell aus? Nein. Naja, das Terner und Johann Wasen hatten ja einen sehr guten Ruf. Ja, und ich? Denken Sie an meinen Strömling? Ja, sicher. Ich verspreche Ihnen, Sie werden noch lange von diesem Fest träumen. Ja, so hatte ich mir das vorgestellt. Für meine Mutter natürlich. Sie werden es nicht bereuen. Gut, dann machen Sie mir einen Vorschlag. Wie lange brauchen Sie dafür? Ich kann morgen um 3 bei Ihnen sein. Ich freue mich sehr, mit Ihnen ins Geschäft zu kommen, Herr Swanblum. Mich freut es auch. Auf Wiedersehen. Auf Wiedersehen. Hey, Magnus, hier ist Sven. Du, ich bin erst Anfang nächster Woche wieder in Stockholm. Verschiebst du alle Termine? Ja, auch den mit Gonzales. Du, soweit ich weiß, wird er länger in Stockholm bleiben. Du, wenn was ist, rufst du mich an, ja? Was, wo ich bin? Irgendwie am Ende der Welt. Aber es ist das schönere Ende. Hey, du. Gäste. Ach, wie sollen wir das schaffen? Du stellst dir das zu einfach vor. Dass es einfach wird, habe ich nicht gesagt. Aber ich bin fix, kann kochen und organisieren. Und für den Rest suchen wir uns Leute. Ach, Kind. Ich bin dir zu schnell, ja? Tut mir leid. Ich will dir doch nur helfen. Aber das weiß ich doch. Es ist nur... Es ist alles so schwierig. Ich habe überhaupt keinen Überblick. Ich habe mich mein Leben lang nur um den Service gekümmert. Für alles andere war Johann zuständig. Auguste, wir kriegen das hin. Ich verspreche dir, wir kriegen das Terner wieder zum Laufen. Und das Fest bei den Swanblums wird unser großer Durchbruch. Ein Fest bei den Swanblums. Ich weiß nicht. Du hast doch nicht etwa Angst vor denen, oder? Sind auch noch ganz normale Menschen. Aus der Swanblums? Ja. Danke. Hallo? Swanblum, ich bin mit ihm verabredet. Um 3. 5 vor. Ach,
Falls Sie sich für die Stelle als Haushälterin bewerben wollen, die ist leider schon vergeben. Ich würde meine Angelegenheit gern mit ihm selbst besprechen. Aber ich kann ja draußen warten. Bis um 3. Nein, das ist nicht nötig. Kommen Sie bitte mit, ich weiß, wo er ist. Hier entlang, bitte. Katharina, ich habe gar nicht auf die Zeit geachtet. Tut mir leid. Meine Schuld, ich war zu früh. Frau Marita Thomasson. Thomasson war so nett, mich jetzt zu begleiten. Na, dann kommen Sie, ich will Sie meiner Mutter vorstellen. Mhm. Mutter, das ist Katharina Fredholm. Sie wird auf deinem Fest kochen. Ja, freut mich sehr. Guten Tag. Sie haben ein wunderschönes Haus, einen herrlichen Garten. Danke. Ja, ich denke, es bildet einen hübschen Raum für ein kleines Fest. Sagen Sie, Sie haben doch sicher Referenzen. Wie heißt denn Ihre Firma? Das ist eigentlich nicht meine Firma. Ich arbeite in Stockholm, in einem Lokal in Gamla Stan. Das Jörd, Ihr Sohn kennt es. Und zurzeit helfe ich bei meiner Tante Augusta aus. Ihr gehört das Terner. Das kennen Sie vielleicht? Augusta Vasen ist Ihre Tante? Ja. Danke, wir melden uns dann bei Ihnen. Ich habe Kopfschmerzen, ich leg mich dann ein wenig hin. Aber Mutter! Warte, Vivica. Komm mit. Muss ich das jetzt verstehen? Also, ehrlich gesagt, weiß ich auch nicht, wie ich das zu verstehen habe. Es tut mir wirklich leid für Sie. Kann es sein, dass Sie sich über mich lustig machen? Sicher nicht. Ich werde das sofort mit meiner Mutter klären. Ihnen mag es ja egal sein, wer auf Ihrem Fest das Essen ausrichtet. Aber es gibt Leute, die sind darauf angewiesen. Wie meine Tante. Oder eine alleinerziehende Mutter wie ich. Das weiß ich doch. Und es tut mir auch leid, Sie in eine solche Situation gebracht zu haben. Sie? Sie wissen gar nichts. Wiedersehen. Jetzt warten Sie doch mal. Katharina! Mutter? Es tut mir leid, dass ich deine Pläne umgeworfen habe, aber ich kann das nicht. Ich will dich selbstverständlich zu nichts zwingen. Es ist dein Geburtstag und du bestimmst, wie er aussehen soll. Und wenn du bei Katharina Fredholm kein gutes Gefühl hast, dann muss ich den Auftrag zurückziehen. Darum geht es nicht. Worum geht es dann? Willst du mir nicht sagen, was los ist? Ich dachte, es wäre eine gute Idee, dieses Haus zu kaufen. Wahrscheinlich habe ich gehofft, einen Teil meiner Jugend zurückzuholen, aber es geht nicht. Was vorbei ist, ist vorbei. Was ist los, Mutter? Als du mit dieser jungen Frau verhandelt hast im Terner. Ja? Bist du da dem Besitzer begegnet? Ich meine, hast du Johann Vasen gesehen? Nein, leider nicht. Er soll ja ein genialer Koch gewesen sein. Ich habe die verrücktesten Sachen über ihn gehört. Gewesen? Ja. Er ist gestorben, vor 3 Wochen, glaube ich. Hast du ihn gekannt? Flüchtig. Aber das ist lange her. In einem anderen Leben. Na, mein Kind, woran denkst du? Wie schön es hier ist. Ja. Ich verstehe, dass ihr nie von hier weggegangen seid. Wer weiß. Vielleicht muss ich ja jetzt was Neues anfangen. Weil uns der Swanblumenauftrag geplatzt ist. Komm, Augusta. Das schaffen wir auch so. Dein Optimismus ist wirklich rührend. Aber ich habe nicht deine Kraft. Und wenn du nach dem Sommer wieder nach Stockholm zurückgehst, dann müsste ich es alleine schaffen. Und das traue ich mir nicht zu. Nee. Augusta, du darfst es Terner nicht aufgeben. Weißt du, ich war hier mit Johann so viele Jahre glücklich. Ich würde das jedem Menschen wünschen, eine so wunderbare Ehe führen zu dürfen. Dafür bin ich dankbar. Und jetzt
Jetzt muss ich wahrscheinlich einfach loslassen. Aber du gehörst hierher. Ja, so sieht es aus. Dabei wollte ich als junges Mädchen nichts als weg von hier. Ich wollte die Welt sehen. Ich hatte das Gefühl, dass es mir hier viel zu eng und viel zu provinziell ist. Und warum bist du denn hier geblieben? Ja, wegen Johann. Ich sah ihn und wusste sofort, mit diesem Mann werde ich mein Leben verbringen. Wenn er gesagt hätte, er wolle nach Südamerika auswandern, ich wäre mitgegangen. Aber er wollte nichts anderes als hier, auf der Insel, dieses Lokal führen. Und dann wollte ich das eben auch. Hey! Hey! Entschuldigung, dass ich von einfach so abgehauen bin. Ich kann ja verstehen, dass Sie wütend sind. Haben Sie mit Ihrer Mutter noch mal geredet? Ich meine, ich muss wissen, was mit dem Auftrag ist. Wissen Sie was? Sie haben den Auftrag. Ja? Sicher? Absolut. Schön. Sie werden es nicht bereuen. Da bin ich mir sicher. Na, dann gehe ich mal nach Hause und mache mir Gedanken. Auch hier geblieben. Nicht, dass Ihnen noch was passiert. Danke. Sie haben mich gerettet. Blieb mir ja nichts anderes übrig. Gute Nacht, Sven. Gute Nacht, Katharina. Schlaf gut. Katharina Fritter? Hier ist Harald. Wo bist du? Bin seit gestern wieder im Lande. Da wollte ich doch gleich mal hören, wie es dir so geht. Das hat dich doch noch nie interessiert. Wo hast du überhaupt meine Nummer? Im Jörg waren sie so freundlich. Ich hab gesagt, ich bin dein Cousin. Was willst du? Nichts. Nur deine Stimme hören. Vielleicht komme ich ja auf die Insel. Ein paar Tage Urlaub. Tu mir sicher ganz gut. Das wirst du nicht tun. Und außerdem, ich will endlich meine Tochter kennenlernen. Wie alt ist sie jetzt? 10? 11? Ich würde wirklich zu gerne wissen, ob sie mir ähnlich sieht. Was Annika aus dem Spiel, ja? Sie ist meine Tochter. Und sie hat ein Recht auf ihren Vater. Wir werden ihr dieses Recht doch nicht nehmen wollen. Kaufst du mir eine Angel, Mama? Klar kriegst du eine Angel. Komm, wir gehen los. Vielleicht kriegen wir im Dorf eine. Guten Morgen. Dankeschön, Ingrid. Morgen, mein Schatz. Warum setzt du dich denn nicht? Ich muss mich beeilen, sonst verpasse ich noch meine Fähre. Nicht dein Ernst, oder? Wir sind erst seit 2 Tagen hier. Ich kann meine Galerie nicht so lange alleine lassen. Das ist alles nur eine Frage der Organisation und des Willens. Und der Verantwortung, Sven. Ich für meinen Teil möchte meine Termine halten. Mach's gut. Jetzt warte doch mal. Ich kann dich doch wenigstens zur Fähre bringen, oder? Lass nur, ich komme schon zurecht. Ach, und grüß Viveka von mir. Falls sie ihr Fest doch noch in Stockholm feiern will, sag Bescheid. Ich kümmere mich gerne drum. Das ist lieb von dir. Aber das Fest findet hier statt. In diesem Haus. Am 26. Alles wie geplant. Schön, dann sehen wir uns spätestens am 26. Bis dann. Bis dann. Thank you.
Oh, vielen Dank. Hey, Anne, da sind wir wieder. Hey, Katharina, habt ihr schon geöffnet? Ab nächste Woche. Ich hoffe, ich kann auf dich zählen. Ich brauche einen zuverlässigen Lieferanten. Klar. Und über die Bedingungen werden wir uns schon einig, oder? Ja, klar. Darf ich zum Hafen und die Angel ausprobieren? Ja, aber warte am Boot auf mich. Wenn ich hier fertig bin, fahren wir nach Hause. Ach, und vergiss die Sahne nicht. Tante Augusta muss noch einen Pudding kochen. Mach ich. Und was denkst du? Kannst du mir jeden Tag 30 Pfund liefern? Aber sicher. Schön. Marita ist nach Stockholm gefahren. Ich soll dich herzlich grüßen. Schade, dass sie schon wieder weg musste. Ich habe dir einen Kaffee mitgebracht. Danke. Du malst ja wieder. Nach dem Tod deines Vaters konnte ich mir überhaupt nicht vorstellen, je wieder an der Staffelei zu stehen. Du siehst besser aus, Mutter. Ich glaube, es tut dir gut, hier zu sein. Ja, wahrscheinlich war es doch die richtige Entscheidung. Weißt du, ich fühle mich plötzlich voller Energie. Ich habe richtig Lust, deinen ganzen Zyklus zu malen. Titel Inselsommer. Wie findest du das? Gut. Ich glaube, du wirst einen fantastischen Inselsommer erleben. Also sind wir uns einig? Sind wir. Vielen Dank. Wiedersehen. Und denk dran, die erste Lieferung am Montag. Abgemacht. Mhm. Katharina! Hey! Verfolgst du mich? Deine Tante sagte, du seist auf dem Markt. Bin ich. Wolltest du was von mir? Ich wollte dich fragen, ob du Lust hättest auf einen Ausflug. Ich weiß nicht. Ich habe noch eine Menge zu tun. Außerdem wartet Annika auf mich. Ja. Aber nach getanem Werk hast du doch eine Belohnung verdient, oder? Ich kann Annika wirklich nicht allein lassen. Ich glaube, das kannst du. Sei um 7 am Hafen. Vielleicht will ich ja gar nicht. Das wäre auch eine Möglichkeit. Aber ich glaube, du kommst. Okay. Um 7 am Hafen. Um 7 am Hafen. Wünschen Sie sonst noch etwas, Frau Swanblum? Danke, Ingrid. Der Eistee ist genau richtig. Restaurant Therme Augusta Vasen. Hey, Mutter! Wo bist du gewesen? Du siehst so zufrieden aus. Ich habe jemanden gefunden, der unser Fest ausrichten wird. Ein neues Lokal in Rörstrand. Patterson. Die sind perfekt. Patterson? Noch nie davon gehört. Ich sagte doch, sie sind neu. Ich habe ein paar Sachen probieren können. Hervorragende Küche. Wir können froh sein, sie gefunden zu haben. Ach, ich weiß nicht. Vielleicht sollte ich gar nicht feiern. Weißt du, am liebsten wäre es mir, wenn nur wir beide zusammen essen gehen könnten. Und danach vielleicht in die Oper. Ach, Mutter, das können wir doch immer machen. Nein, die Sache ist entschieden. Am 26. feiern wir dich wie eine Königin. Wenn du es schon nicht willst, Vater hätte es sicher gewollt. Hm. Mein Max. Ich wünschte, er wäre jetzt hier. So, das Carpaccio ist fertig. Noch ein paar Tropfen Walnussöl. Dann muss es eine Stunde ziehen und dann? Dürft ihr probieren. So, und jetzt das Sorbet. Wo sind die Meutebeeren? Meutebeeren-Sorbet? Habe ich noch nie gehört. Ja, ich auch nicht, aber als Zwischengang stelle ich es mir fantastisch vor. Mhm. Sag mal, was ist das für ein Lokal in Stockholm, in dem du arbeitest? Wie viele Sterne hat es? 3. Aber bald macht Mama ihr eigenes Restaurant auf. Genau. Und dann werden sie uns mit ihren Sternen überschütten.
Deine Energie möchte ich haben. Aber weißt du was? Ich habe das Gefühl, dein Optimismus beginnt auf mich abzufärben. Ist doch wunderbar. Hm? Genau so soll es sein. Wir werden sie schon noch überraschen. Hm? Da bist du ja. Hey. Bist du bereit? Keine Ahnung wozu, aber ich denke ja. Ja, dann komm. Gib mir doch bitte mal den Korb. Was ist denn da drin? Die Goldreserven der schwedischen Bank? Ja, schön, dass Sie alle in mein Körbchen gehen. Ne? Was ist das? Ein Flugzeug? Hast du Angst? Bisschen. Ach komm. Komm, ich zeig dir was. Wohin gehen wir eigentlich? Wirst du gleich sehen. Da sind sie. Unglaublich. Ich habe schon befürchtet, sie hätten sich in diesem Jahr einen anderen See ausgesucht. Mein Vater hat mir diesen Platz gezeigt. Jeden Winter verlassen die Schwäne diesen See und jeden Sommer kehren sie zurück und bauen ihr Nest. Haben sie einmal ihren Partner gefunden, verlassen sie ihn nicht bis an ihr Lebensende. Für mich ist es der schönste Platz auf der Welt.
Ja? Hey, ich bin's. Hey, mein Liebster. Hast du schon Sehnsucht? Ja, sehr große. Wo bist du gerade? Auf dem Weg zu Bürgernsonn, wegen der Rehfilets, du weißt schon. Sehen wir uns heute Abend? Geht es nicht früher? Wir müssen reden. Wieso? Ist was passiert? Habe ich was falsch gemacht? Nein, du hast nichts falsch gemacht. Du hast alles richtig gemacht. Weißt du was? Ich komme rüber zu Bürgernsonn. Warte dort auf mich, ja? Ja, aber ich habe nicht viel Zeit. Bis gleich. Bis später. Sven? Was hast du dir dabei gedacht? Ich kann dir das erklären, Mutter. Marita ist außer sich. Und ihr Vater wünscht sofort ein Treffen mit uns beiden. Du weißt, was das zu bedeuten hat. Das glaubst du nicht mehr ernst. Björn Thomassen wird die Fusion nicht platzen lassen wegen eines Fotos in der Zeitung. Marita ist seine einzige Tochter. Er wird alles tun, damit sie nicht verletzt wird. Björn ist Geschäftsmann. Er kann hoffentlich Berufliches und Privates trennen. Wir brauchen diese Fusion, das muss ich dir nicht sagen. Wenn Björn nicht bei uns... Dann finden wir einen anderen Partner. Oder willst du, dass ich mein Privatleben nach Björn Thomassen ausrichte? Marita und du, ihr wolltet heiraten. Was ist denn los, Sven? Willst du damit sagen, dass zwischen dir und Marita nichts Ernstes ist? Ich weiß es nicht mehr, Mutter. Ja, aber was ist denn passiert? Ihr wart doch glücklich miteinander, oder? Ich wollte an meinem Geburtstag eure Verlobung bekannt geben. Marita. Ein schönen Gruß von meinem Vater. Er setzt die Fusionsverhandlungen erst einmal aus. Marita, warte, wir müssen reden. Das kannst du mit mir nicht machen, mich dermaßen zu demütigen. Ich weiß gar nicht, was in dich gefahren ist. Es tut mir leid. Mit einer Köchin. Eine Köchin spannt mir meinen Verlobten aus. Ich bitte dich, ist doch egal, was sie von Beruf ist, oder? Dir vielleicht, aber mir nicht. Was findest du an dir? Ach, oder geht die Liebe neuerdings durch den Magen, ja? Na, dann kann ich ja bloß verlieren, so wie ich koche. Komm, lass uns vernünftig miteinander reden. Du weißt doch auch, dass vieles nicht mehr stimmt zwischen uns. Ja, und? Wir wollen heiraten, Sven. Unsere Firmen sollen fusionieren. Weißt du eigentlich, dass es deiner Mutter das Herz brechen würde, wenn ihr die Firma verliert? Hier geht es nicht um meine Mutter. Aber um deine Firma. So viel ich weiß, hat dein Vater sein ganzes Leben dieser Firma gewidmet. Ja, ich weiß. Und viele Opfer gebracht. Er war zur Stelle, als sein Bruder verunglückte und die Firma übernehmen musste. Er hätte die Firma niemals im Stich gelassen, egal wegen was für einer Frau. Ich kann gar nicht glauben, dass du mir die Pistole auf die Brust setzt. Und ich kann nicht glauben, dass ich von deinem Verhältnis aus der Boulevardpresse erfahre und du mich öffentlich blamierst. Aber es ist ganz einfach, Sven. Entweder du bleibst bei mir und es wird die segensreiche Fusion geben, oder du verlässt mich. Und Zwanblumencafé wird sang- und klanglos untergehen. Willst du mich erpressen? Ich überleg's dir. Ganz vergessen, wie du dich anfühlst. Ich muss dir was sagen. Lass mich raten. Du bist katholischer Priester, du bist verheiratet, du hast 20 Kinder. Du meinst es ernst, ja? Es ist zu Ende, bevor es richtig angefangen hat. Schau dir das an. Schönes Foto. Was interessiert mich das? Dich nicht, aber andere schon. Also dich auch. Natürlich kann es mir privat egal sein, was so ein Blatt schreibt. Aber ich bin eben nicht nur Privatmann. Mir gehört einer der größten Kaffeefirmen Schwedens. Man kennt mich und man interessiert sich für mich. Ich kann es mir nicht erlauben, in so einem... Ja, was? Dich zu verlieben? Ich habe die Verantwortung für meine Firma. Es hängen Arbeitsplätze von mir ab, das Wohlergehen vieler Menschen. Ja, aber was hat das alles mit mir zu tun? Was interessiert das denn die Leute, ob du mit mir zusammen bist oder mit irgendeiner anderen Frau? Marita Thomasson. Thomasson, der Reeder. Ja. Thomasson und wir sind gerade in höchst komplizierten Fusionsverhandlungen. Jede Störung von außen kann die Sache zum Scheitern bringen. Ja, so eine Fusion.
Du willst mir also erklären, dass du Marita Thomasson heiraten wirst, weil du mit ihrem Vater einen Deal machst? Das kann nicht dein Ernst sein. Sven, wir leben im 21. Jahrhundert. Katharina, ich weiß nicht, ob ich Marita Thomasson heiraten werde. Ja, dann. Tut's mir leid. Ich muss gehen. Du musst gehen? Ich muss das Fest vorbereiten. Du willst weiterhin für mich kochen? Nicht für dich. Es geht nur noch um das Terna und Tante Augusta. Deshalb koche ich für euch. Sven Swanblom. Na, sieh mal einer an. So, fertig. Probierst du mal? Wunderbar. Und mit dem nächsten Stück wartest du und dann sagst du mir, was besser ist. Lauwarm oder heiß? Willst du mir nicht sagen, was los ist? Nichts ist los. Ich bin im Stress. Ach komm. Einer Frau wie dir macht Stress normalerweise nichts aus. Du hast dich in ihn verliebt, ja? In so einen gut aussehenden Mann kann man sich schon verlieben. Er sieht seiner Mutter so ähnlich. Ich wusste gar nicht, dass du Frau Swanblom kennst. Als Viveka jung war, hatte sie die gleichen widerspenstigen Haare über der Stirn wie er. Und seine Augen. Was könnten ihre sein? Viveka Swanblom stammt auch aus Röhrstrand. Wir waren die besten Freundinnen. Jedenfalls so lange, bis sich ihr Freund in mich verliebt hatte. Onkel Johann? Hm. Viveka nahm mir das sehr übel. Sie war der Meinung, ich hätte ihn ihr ausgespannt. Tja, das war das Ende unserer Freundschaft. Sie ging weg und ich habe nie mehr was von ihr gehört. Und jetzt hast du dich in ihren Sohn verliebt. Ich weiß nicht, ob ich verliebt bin. Man kann seinem Schicksal nicht entgehen. Glaub es mir. Ich weiß, wovon ich rede. Tante Augusta, die passt. Danke. Vom Finanzamt. Oh Gott. Was ist denn los? Jetzt ist alles aus. Sie wollen eine Steuernachzahlung. Fast 1 Million Kronen. Augusta, lass den Kopf nicht hängen. Wir kriegen das schon hin. Nein. Nein, das hat keinen Sinn. Ich will euch nicht auch noch mit in diese Schwierigkeiten ziehen. Ich mach das schon. Kümmer du dich um Augusta, ja? Munter sie ein bisschen auf. Mach ich, Mama. Hey, Süße. Harald, was machst du denn hier? Ich hab dir doch gesagt... Ich wollte dir nur gratulieren. Zu deinem tollen Leben. Wann ist die Hochzeit? Wovon redest du? Ich muss jetzt weg. Wenn du willst, nehme ich dich mit zum Hafen. Nicht so hektisch. Zuerst will ich mit Annika reden. Das wirst du nicht tun. Jedes Kind braucht einen Vater. Du
Du kannst doch nicht so grausam sein, deiner Tochter dieses elementare Recht zu verweigern. Doch, das kann ich. Dieses Kind hatte nie einen Vater. Und Harald, vielleicht erinnerst du dich mal daran, dass du abgehauen bist, als ich schwanger war. Du hast doch nie ein Funken Interesse für mich gehabt. Und für Annika auch nicht. Also habe ich ihr erzählt, dass ihr Vater tot ist. Und das glaubt sie, seit sie ein Baby ist. Und jetzt wirst du nicht kommen und dir irgendwas anderes erzählen. Dazu hast du wirklich kein Recht. Ich fürchte, das Gericht wird das anders sehen. Ich meine, ich habe mich verändert. Das wirst du nicht tun. Du wirst sie nicht vor Gericht zerren. Und jetzt hau ab. Lass uns in Ruhe. Toll, wie du um deine Tochter kämpfst. Sieht fast so aus, als wärst du eine gute Mutter. Ich bin eine gute Mutter. Bitte, Harald. Lass sie in Ruhe. Vielleicht hast du ja recht. Ich meine, ich würde ja ins Ausland verschwinden. Ehrlich, würde ich sofort. Aber? Wenn ich genügend Geld hätte, wäre das alles kein Problem. Ich wäre morgen weg. Was? Ich habe kein Geld. Jetzt muss ich aber lachen. Auf jeden Fall hast du die Möglichkeit, an Geld zu kommen. Ich habe euer Foto gesehen. Foto? Welches Foto? Und das kann nicht dein Ernst sein. Das bedeutet nichts, gar nichts. Wie auch immer. Mit 100.000 Kronen wäre mir geholfen. 100.000 Kronen? Harald, ich bin Köchin. Woher soll ich so viel Geld nehmen? Ich denke, das sollte dir das Wohlergehen deiner Tochter wert sein. Harald, so geht das nicht. Ich gebe dir 2 Tage. So lange bleibe ich hier in der Gegend. Du hast es in der Hand. Wenn ich groß bin, will ich auch kochen lernen. Dann kann ich mit Mama zusammen ein Restaurant aufmachen. Aha. Und wo? In Stockholm? Mhm. Ich muss mit euch reden. Ich denke, wir lassen das alles. Am besten du verkaufst und ziehst zu uns nach Stockholm. Ja, man muss realistisch sein. Wir können das nicht alles schaffen. Nicht mit den Steuerschulden und allem anderen. Und überhaupt, wir wollten nach Spanien. Morgen früh nehmen wir den ersten Flieger von Stockholm und dann... Aber ich will hier bleiben. Annika, jetzt komm bitte, wir müssen hier weg. Ich erklär's dir später. Geh schon mal rauf und pack deine Sachen. Nein, ich bleibe hier. Hier ist es schön. Ist was passiert? Ich muss auf jeden Fall verhindern, dass was passiert. Durch Weglaufen. Hast du recht. Ich bin noch nie weggelaufen. Annika, komm mal hier. Du musst mir was versprechen, ja? Du darfst auf keinen Fall mit einem Fremden reden. Und schon gar nicht mit einem mitgehen. Ist das klar? Das ist doch schon immer klar. Mensch, Mama, ich bin doch kein Baby mehr. Du musst dein Auge auf sie haben, ja? Mach dir keine Sorgen. Ich passe auf sie auf. Und auf dich auch. Es kommt alles in Ordnung, Vika. Wirst sehen. Sag mal, Marita, du liebst ihn doch, oder? Ich meine, ihr werdet doch miteinander glücklich werden. Wir tun das Richtige. Ganz sicher. Lagerfeuer ist das Allerschönste. Können wir hier draußen schlafen? Lieber nicht. Die Mücken würden uns auffressen, glaube ich. Fertig. Pass auf, es heißt. Mmh, super lecker. Mein absolutes Lieblingsessen. Nach den Sachen, die du kochst, natürlich. Deine Kräutersuppe ist wirklich ganz... Ja, ja, ist schon gut. In deinem Alter habe ich auch am liebsten Würstchen gegessen. Können wir nicht einfach hierher ziehen? Zu Tante Augusta.
Du konntest Chefköchin im Terner werden und... Klingt verlockend, aber es wird nicht gehen. Nicht mit den Schulden. Ich fürchte, Augusta wird verkaufen müssen. So leid es mir tut. Können wir ihr nicht helfen? Geht nicht. So viel Geld haben wir nicht. Wer ist da? Ich wollte dich nicht erschrecken. Hey. Du bist Annika. Ich bin Sven. Hey. Hey. Na, schmecken die Würstchen? Super, sollen wir die auch ans Grillen? Ja. Wenn du nichts dagegen hast. Ich bin müde, Mama. Ich geh ins Bett. Warte, ich komm mit. Ich bin auch müde. Und Sven? Der kommt schon allein klar. Oder? Ich bleib noch ein bisschen hier. Hey, du Sven. Hey. Schönen Abend noch. Warte doch einen Moment, ich will dich was fragen. Wegen dem Fest. Ich will nicht, dass es so zu Ende geht. Das kann doch nicht sein. Gib mir etwas Zeit. Ich werde eine Lösung finden. Schon okay. Es ist gut so, wie es ist. Ich hätte wissen müssen, dass aus uns nichts werden kann. Ich gehöre nicht in deine Welt. Ist doch Blödsinn, Katharina. Hey, du. Ich vermisse dich so. Guten Tag. Hey. Wir haben noch geschlossen. Ja, ich weiß, dass das Lokal geschlossen ist. Ich wollte... Ich wollte nur... Was ist denn los mit Ihnen? Danke, es geht schon. Kannst du mir ein Glas Wasser bringen? Ja, natürlich. Danke. Tante Augusta! Da ist eine Frau, der ist schwindelig geworden. Ich soll ihr ein Glas Wasser bringen. Mach ich schon. Bleib nur hier. Okay. Vivica. Wie geht es dir? Nur ein bisschen schwindelig. Du hast die Hitze noch nie vertragen. Danke. Es ist schön, dich zu sehen. Ich freue mich so. Auf Wiedersehen. Willst du dich nicht noch einen Moment ausruhen? Ich könnte dir etwas zu essen bringen oder einen Kaffee. Ich habe von Johanns Tod gehört. Es tut mir leid. Er hätte dich gerne noch einmal gesehen. Wir haben oft von dir gesprochen. Und uns immer gewünscht, du wärst nicht einfach aus unserem Leben verschwunden. Ich habe dir auch ein paar Mal geschrieben. Aber die Briefe kamen immer ungeöffnet zurück. Ich habe euch vertraut. Du warst meine beste Freundin und hast mir einfach den Mann weggenommen. Du warst sicher sehr verletzt. Mein Gott, ist das lange her. Ich habe gehört, du warst verheiratet mit einem sehr erfolgreichen, interessanten Mann. Johann war meine erste Liebe. Dass du ihn mir weggenommen hast, habe ich nie vergessen. Ach, Frau Swanblum! Wie gut, dass ich Sie treffe. Ich wollte sowieso mit Ihrem Sohn über die Weine reden. Wollten Sie für den Anfang lieber Champagner oder Prosecco? Wovon reden Sie? Von dem Fest? Sven hat es Ihnen nicht gesagt.
Nein. Ich bitte dich, Björn, lass uns das in Ruhe besprechen. Ja, ich komme jetzt nach Stockholm. Ja, um 4 bei dir. Ja. Dachtest du wirklich, du könntest mir diese Frau über ihre Kochkünste nahebringen? Wie bitte? Ich weiß, dass du ihr den Auftrag für mein Fest gegeben hast. Kannst du mir sagen, wieso? Nein, sag es nicht, ich weiß es ja. Sie ist wirklich sehr hübsch. Und es liegt ja in dieser Familie, gute Beziehungen zu zerstören. Sven, sie läuft dir nach. Ich habe Katharina den Auftrag gegeben, weil ich der Überzeugung bin, dass sie die Beste für dein Fest ist. Und im Übrigen, sie läuft mir nicht nach, sondern ich ihr. Ich liebe sie. Ich bitte dich. Aber mach dir keine Sorgen, sie will nichts mehr von mir wissen. Sven, ich weiß, wie schwer es ist, sich von einer Liebe zu verabschieden. Ich will mich von Katharina nicht verabschieden. Bist du sicher, dass sie nicht nur eine Sommerliebe ist? Ich meine, du kennst sie doch noch gar nicht so lange. Und Marita? Sie ist eine schöne, kluge, gebildete Frau. Du wolltest sie heiraten. Wir haben nie über eine Hochzeit gesprochen, Mutter. Das war immer dein Wunsch. Willst du wirklich dein Leben mit einer Köchin verbringen? Ehrlich gesagt, ich dachte immer, dass dein Leben anders aussehen sollte. Ja, Mutter. Mein Leben soll anders aussehen. Du musst mir einfach glauben, ich hab kein Geld und jetzt geh wieder. Du kannst es dir doch besorgen. Von deinem Liebhaber. Liebhaber? Was denn für ein Liebhaber? Ich hab keinen. Mach dir keine Hoffnung. Gut. Dann rede ich mit Annika. Hier. Das ist alles, was ich dabei hab. Wenn du willst, kann ich in Stockholm noch ein paar Kronen von meinem Konto holen. Aber mehr geht wirklich nicht. Und jetzt hau ab. Katharina! Glaub bloß nicht, dass du mich so leicht los wirst. Ich will dir was erklären. Ich will nichts hören. Verdammt, Katharina, du musst mir aber zuhören. Es ist alles nicht so einfach für mich. Ich habe nicht erwartet, dass du wie ein Tornado in mein Leben platzt und alles durcheinander wirbelst. Tut mir leid. Mir nicht. Ich habe nur ein bisschen gebraucht, um zu verstehen und alles neu zu ordnen. Und? Hast du jetzt alles neu geordnet? Ja. Hey, ich bin Harald. Ich bin Annika. Ich war ein guter Freund von Johann. Wir sind oft zusammen in diesem Boot zum Angeln rausgefahren. Ich bin auch schon mal mit dem Boot gefahren. Das ist toll. Ich hätte richtig Lust, mal wieder eine Runde zu drehen. Was meinst du? Wollen wir ein bisschen rumschippern? Einmal um die Insel. Und ich darf steuern? Klar. Nimmst du dir ab? Wie soll das jetzt weitergehen? Heirate mich. Ich liebe dich, Katharina. Und ich möchte, dass du mich heiratest. Und Marita? Deine Mutter, die Firma? Das wird sich alles finden. Das Wichtigste ist, willst du meine Frau werden? Ich glaube nicht, dass ich das will. Liebst du mich nicht? Darum geht's nicht. Ich will nicht, dass du alles für mich aufgibst. Das kann keine Liebe aushalten. Ich würde immer auf den Tag warten, an dem du mir vorwirfst, was du alles für mich getan hast. Das kann nicht gut gehen. Das wird gut gehen. Glaub mir.
Ich muss jetzt nach Stockholm. Aber ich komme wieder. Sag mal, das ist doch Johanns Boot. Ja? Annika, wo bist du? Wo? Sag mal, Schätze, mit wem bist du da? Mit Harald. Er ist ein Freund von Onkel Johann. Wir fahren einmal um die Insel. Ich soll dir schöne Grüße ausrichten. Annika, kannst du mir Harald mal bitte geben? Okay. Sie will dich sprechen. Oh, Harald, du Idiot, du bringst sie sofort zurück. Bring sie her! Sie ist ein sehr nettes Mädchen. Denkst du wirklich, es ist fair, ihr zu verschweigen, dass sie einen Vater hat? Denk noch mal drüber nach. Aber nicht zu lange, würde ich sagen. Dieses nette Schiffchen hier kann uns ganz schnell, ganz weit weg von hier bringen. Harald, bitte. Bitte bring sie zurück. Ich mach auch... Sag mal, was ist denn los? Das war Annikas Vater, er hat sie entführt und ich... Ist er das auf dem Boot? Ja. Komm. Na, alles klar? Die haben wir gleich. Das sind Mama und Sven. Harald, sie kommen zu uns. Mama, Sven, hier sind wir. Ah, die kriegen uns nie. Den werden wir es mal richtig zeigen. Hallo, hierher. Oh, Mama. Komm, jetzt setz dich mal hin. Nimm du das Steuer. Kletter rüber. Jetzt mal schön langsam. Jetzt gib auf! Oder soll Annika erfahren, was du vorhattest? Gibst du auf? Alles okay? Wieso habt ihr euch denn geprügelt? Ach, alte Geschichte, wir hatten mal einen Streit. So, und jetzt fahren wir nach Hause. Was? Okay. Gut. Katharina! Komm, leg an! Frau Basen für Sie. Ich habe lange nicht gewusst, was schlimmer war. Johann zu verlieren oder dich, meine beste Freundin. Ich habe keine Frau mehr in meinem Leben gefunden, die mir so lieb war, wie du es damals gewesen bist. Ich habe dich vermisst. Ich dich auch. Ich hätte längst zu dir kommen sollen, auch wenn du mich nicht sehen wolltest. Aber jetzt bist du zurück und ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich darüber freue. Vielleicht haben wir ja die Chance, wieder Freundinnen zu werden, falls du mir doch noch verzeihen kannst. Vielleicht habe ich dir ja längst verziehen. Und der Groll in deinem Herzen? Vielleicht wollte ich mir ja nur nicht eingestehen, dass du durch deinen Betrug den Weg zu meinem Glück bereitet hast. Ich meine, ich weiß doch, dass ich Röhrstrand nie verlassen hätte, wenn Johann sich nicht in dich verliebt hätte. Ich hätte die Liebe meines Lebens, meinen Max, nicht kennengelernt und meinen Sven nicht bekommen. Ich habe das Glück gefunden. Und das verdanke ich dir.
Ich bin so froh, dich wieder zu haben. Ich auch. Ein bisschen spät. Ich habe schon von deiner Heldentat gehört. Gratuliere. Wollen wir uns nicht setzen? Ja. Ich muss wollte mich wirklich. Ich wollte dir nicht wehtun. Glaub mir. Ich weiß. Das war einfach zu viel für mich. Das Foto und der Artikel, das habe ich nicht ausgehalten. Sven, ich wollte dich mit der Fusion nicht unter Druck setzen. Hattest du wirklich vor, mich zu heiraten? Und du? Ja, wir hatten eine gute Zeit. Schöne Stunden. Aber wir haben auch beide gemerkt, dass es für ein Leben nicht reichen würde, oder? Und diese Köchin, die liebst du genug für ein Leben? Diese Köchin? Ja. Dann werde ich jetzt wohl mit meinem Vater reden. Soll ich nicht mitkommen? Nein. Er soll von mir erfahren, dass seine Tochter nicht wegen einer geschäftlichen Fusion geheiratet werden will. Euren Plänen steht nichts mehr im Weg. Wir hatten wirklich eine schöne Zeit. Ich will sie nicht missen. Du bist eine tolle Frau, Marita. Und ich bin froh, dass wir noch so miteinander reden können. Viel Glück. Dir auch. Sven, danke, dass du mir geholfen hast. Ja, ich habe es gut bei dir. Was könnte das denn sein? Eine Antwort. Ja,